Hallo liebe Freunde, ich begrüße Sie wieder hier bei mir in Hamburg im Airbus 320 Cockpit. Heute mal wieder auf besonderen Wunsch aus dem Abonnentenkreis ein Flug von Hamburg nach Luxemburg. Frankfurt-Luxemburg wäre mir zu kurz gewesen, weil ich auch en route noch ein Thema aufarbeiten möchte, nämlich Produktivität und Effizienz. Das ist etwas, was wir in Deutschland dringend nötig haben, zu steigern. Da hat sich nämlich in den letzten 10, 15 Jahren nicht wirklich was getan, beziehungsweise es entwickelt sich teilweise sogar zurück. Und wir müssen auch im Rahmen der Automatisierung, Digitalisierung, die wir dringend auch aus demografischen Gründen brauchen, um eben mit weniger Menschen unsere Produktivität zu erhöhen. Denn ich habe es jetzt gerade wieder heute erlebt, eine sehr überraschende Information bekommen von einem Unternehmen, was in Insolvenzgefahr geraten ist. Die hoffen, die können das noch abwenden aus Personalmangelgründen. Also die haben einfach nicht genug Personal, um ihre Auftragsbücher weiter so voll abarbeiten zu können, die vollen Auftragsbücher, dass das Unternehmen überhaupt existieren kann. Und es handelt sich hier nicht um Hotelgastronomie und auch nicht, also nicht um die üblichen Verdächtigen, auch nicht um Pflege. Es ist ein ganz normales Dienstleistungsunternehmen, also was im ganz normalen Dienstleistungsbereich tätig ist. Und diese Meldungen häufen sich, also diese Informationen, die ich bekomme, ich bin ja da sehr gut vernetzt, dass eben Personalmangel ein Grund ist, ist letztlich immer eine Größenordnung, mit der wir zu leben lernen müssen und die wir nicht kennen. Das sind also diese sich schnell verändernden Faktoren. Und ich möchte Ihnen mal zwei Bereiche vorstellen heute auf dem Flug, der ja rund 50 Minuten dauert, das sind gute 300 Meilen. Ich werde auch ein bisschen was zur Strecke nachher sagen. Wir fliegen heute am 28. September bei gutem Wetter, also sommerlichem Wetter, nochmal Altweiber sommerlichem Wetter. Und ich werde Ihnen zwei Bereiche vorstellen im Unternehmen, wo Sie erheblich etwas an der Produktivität machen können und die meiner persönlichen Erfahrung nach sehr häufig, sehr ineffizient arbeiten. Und das sind zwei Bereiche, die Sie auch sehr gut kennen. Lassen Sie sich überraschen, das machen wir gleich im Reiseflug, da haben wir genug Zeit. Der Anflug in Luxemburg ist unspektakulär. Ich kenne es im Prepare 3D nicht. Ich hoffe, die Scenery ist einigermaßen schön. Ansonsten müssen wir das im Microsoft Flight Simulator nochmal wiederholen, wenn das nicht schön genug ist. Die Bahn ist 4000 Meter lang in Luxemburg. Ich kenne Luxemburg sehr gut aus der Realfliegerei, weil ich da häufig bin. Es ist auch eine sehr schöne kleine Stadt, das Fürstentum. Dort kann man sehr schön essen, sehr schön leben. Das hat schon dieses französische Flair so ein bisschen, aber man spricht auch ein bisschen Deutsch hier und da. Ist ja nicht weit von der deutschen Grenze weg. Ist also ein ganz nettes Ziel mal. Und für die Flieger unter Ihnen, die auch als Sportflieger sind, auch das ist einfach anzufliegen. Luxemburg, die, wie gesagt, 4000 Meter Piste, allerdings nur eine Piste. Und der Airport in Findel draußen, der ist gut anzufliegen und gut wieder rauszukommen. Ich kann Ihnen aber nachher mal in Routen Erlebnis schildern, was ich als junger Privatpilot hatte. Da hatte ich noch keine IFA-Berechtigung. War so in den Anfängen, das war so in den ganz frühen 80ern, 1980 glaube ich, noch 79. Also ich habe meinen Flugschein sehr früh gemacht, mit 18 und für Motorflug 2000 Kilo PPL angefangen, wie jeder. Und da ist mir mal auf dem Flug von Luxemburg, eigentlich sollte es zurückgehen nach Bremen, doch ein kleines Malheur passiert. Und da werde ich nachher mal von berichten. Werde ich nie vergessen. Und ja, der Start hier in Hamburg ist auch unspektakulär. Wir sind abgedockt Gate 8, rollen gleich zum Rollhalteort 23. Und ich werde mich da dann wieder melden, wenn ich hier meine Checks gemacht habe. Die Triebwerke laufen schon. Und wir haben 100 Passagiere an Bord, 7 Tonnen Sprit, Abfluggewicht, Seehilfe 59,2 Tonnen, also unkritisch, alles im leichten Bereich, unter 60 Tonnen. Und werden in einer Reiseflughöhe von 28.000 Fuß fliegen heute.
Gut, dann bis gleich, bis zum Start und dann zu meinen Themen, die ich auch nochmal als separates Video dann auskopple, die nichts mit der Fliegerei zu tun haben, also die Wirtschaft, die betriebswirtschaftlichen Themen, die Führungsthemen koppel ich ja immer aus, weil die fliegerisch Interessierten von Ihnen da dann nicht vorspulen müssen. Kündige ich aber auch nochmal an. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, wie gewohnt habe ich es ein bisschen dunkel gemacht. Hier bin ich wieder am Rollhalteort 2-3. Startbereit, Checks gemacht, Landing Lights on, Startfreigabe erteilt. 3000 Meter Piste, Außentemperatur 22 und QNH 1016. Und wir werden einen Rolling Takeoff machen. Nach Luxemburg hatte ich ja eben angekündigt. Die Checklist ist green, Overhead ist dark. Das ist meine Spezialität, hier nochmal zu gucken, dass auch wirklich nichts aufleuchtet. Im allerletzten Moment. Fuel Check 6,9 Tonnen, das reicht. 6,3 hätte ich Minimum gebraucht. Wetter ist gut, Cumulus, spätsommerliches Wetter am 28. September. So, es läuft wieder die zweite Kamera mit, für die Kapitänsperspektive. So. Wir beschleunigen, 50% Stabilized, Flex MCT. Speed Arise. Sixty. 80. Cross check. 100. One 120. 140. V1 rotate. Also beides lag zusammen hier, V1 und VR. Positive Rate, Gear Up, Gear in Transit. So, wir sind mit Flex 66 Grad gestartet. 90% Leistung. So, fliegen genau im Flight Director. Und werden gleich beim Besteigen der Sicherheitshöhe auf den Climb Mode wechseln im Takeoff hier. Das machen wir jetzt mal. Ich hätte nach V1 natürlich hier die Hände vom Gas nehmen können. Eigentlich müssen laut Procedure, aber es gibt für Single Pilot kein veröffentlichtes Procedure. Und einfach, dass zwei Piloten das Zweimann-Cockpit im Procedure auf das Einpiloten-Cockpit zu übertragen, geht nicht. Das kriegen Sie von der ganzen Arbeitslast, die da in den Procedures festgelegt ist, ist für zwei Piloten, nicht für einen ausgelegt. Deswegen ist jeder Vergleich müßig. So, und wenn Sie einen EASA-Instruktor fragen oder auch bei Airbus fragen, werden Sie gleiche Antwort bekommen. Das heißt, alle Kritiken, die immer so geäußert werden, ja, das ist nicht Procedure, Sie können Single-Pilot überhaupt das Procedure, wie es published ist für den Airbus. So, passing 200, green dot, flaps up, können Sie gar nicht fliegen. So, wir fliegen die published route, Basum Departure von der 2-3 und sind freigegeben erstmal bis Level 100 und continue climb. So, Autopilot hätte ich auch ein bisschen früher anmachen können und wir steigen weiter, die Elbe unter uns. Ja, und dann nutzen wir mal den Steigflug. Also es ist unspektakulär. Wir haben jetzt gleich die Cloud Base etwa so bei 5000 Fuß. Der Cumulus ist nicht so sonderlich ausgeprägt, das sehen Sie. Wir steigen kräftig mit 6300 Fuß. Das gibt sich aber gleich, wenn die Speed runter ist. Weil wir eben ein bisschen schneller geflogen sind, mal kurzfristig, weil ich den Steigflug ein bisschen verzögert hatte. So, wir passing, die Transition Altitude haben wir ja schon längst gepasst mit 5000 und gehen hier auf Standard Pressure. Gleich ist die nächste Checkliste die 10.000, also After Takeoff haben wir, Climb haben wir und jetzt kommt gleich die 10.000 Feet. So, wir sind freigegeben bis Level 280 und passing 10.000, Landing Lights off. Und gehen jetzt, hier schalte ich mal schon auf 80,
und hier auf 40 und sind direkt Basum geklärt worden. Das machen wir mal so. Das ist auch die Realität. Und ich habe mir auf das zweite VOA Osnabrück gelegt. Das erste ist noch Hamburg. Das ist automatisch gesettet hier vom Flight Management. Ja, ich wollte Ihnen ja mal erzählen, was mir damals in Luxemburg passiert ist. Ich war junger, wie gesagt, 18, 19 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es genau war. Ich glaube, 80 war es. Und ich bin im Winter oder im frühen Frühjahr war es. Nach Luxemburg, habe einen sogenannten Selbstkostenflug gemacht. So habe ich mir meine Flugstunden zusammengeflogen. Mit einer PA-28 Warrior 2. Warrior 2, das war so ein Gerät, 160 PS, Festplatte, Piper. 4 Sitze, für 2 Leute okay, mit 3 wurde es dann schon eng mit dem Gewicht und bei 4 hatte man echt das Schwitzen gekriegt, weil die einfach untermotorisiert war. War aber in dem Verein und im gewerblichen Charter ganz für Privatpiloten ganz beliebt, weil sie billig war und recht komfortabel und leise. Die Maschine war AFA-equipped und ich hatte aber keine AFA-Berechtigung. CVFR hatte ich. Das war damals noch nicht obligatorisch. Heute muss man das ja quasi mitmachen, wenn man überhaupt im Luftraum Charlie einfliegen will. Aber das damals war das noch nicht so kritisch. Da gab es zwar ausgewiesene CVFR-Gebiete, also kontrollierter Sichtflug, aber es war nicht so häufig. So, und ich bin in Luxemburg gestartet. Die Wettervorhersage war so lala. Die war Delta von der Vorhersage, also Untergrenze zwischen 1000 und 2000 Fuß. Hier und da mal ein leichter Schneeschauer, hatte man mir gesagt. Nun war das damals mit dem Wetter so. Sie haben ja noch nicht die Online-Möglichkeiten gehabt. Sie sind zum Wetterbüro gegangen in Luxemburg. Da haben Sie ein paar Karten gesehen, die konnten Sie einsehen, aber nicht mitnehmen in der Regel. Dann haben Sie die Wettermeldung gehabt und die Forecasts gehabt. Das war es so. Und dann, meine Flughöhe war ja auch nicht IFA geplant. Also ich musste mich da jetzt nicht groß weiter auseinandersetzen. Und dann flog ich so Richtung Eifel und das wurde immer schlechter und immer schlechter und aus dem Schneeschauer wurde kontinuierlicher Schneefall. Und da hatte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, was machst du denn jetzt? Zurück, es zog auch hinter mir zu. Also das war die klassische Falle, heute würde mir sowas nicht mehr passieren, aber damals war das noch. Da war ich nicht so darauf gefasst, dass ich solche Wetterlagen, solche rückseitigen Frühjahrswetterlagen ganz schnell mal in auch geschlossene Schneefallgebiete oder größere Schneefallgebiete ändern können. Nun hatte ich aber durch die frühere Erfahrung im elterlichen Haus schon IFA-Flugerfahrung auf einer Seneca. Denn die haben wir gehabt im Unternehmen und mein Vater ist mit mir sehr viel geflogen und ich hatte halt sehr viel auch IFA-Flugbetrieb mitbekommen und konnte das im Prinzip auch. Und nun stand ich da mit meinem Talent und bin dann wirklich da über der Eifel in 3000 Fuß Pressure und so rund 1500 bis 2000 Fuß über Grund daher geflogen und die Sicht wurde immer schlechter, der Schneefall immer heftiger. Da habe ich gesagt, was machst du jetzt? Also Eis hatte ich zum Glück nicht, die Vereisung. Und mehr als eine Propeller, als eine Vergaserenteisung, Vorwärmung hatte das Ding auch nicht. Aber sie war mit AFA-Equipment, also was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, gut, tritt die Flucht nach vorne an. Köln war nicht mehr so weit, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber war in der Nähe. Und dann habe ich die Düsseldorf Information gebeten, ob ich nicht einen Simulated ILS, also einen simulierten ILS Approach nach Köln machen könnte. Ja, und dann hat er mich ganz normal, hat natürlich gesagt, halten Sie VFA oder VMC und hat mich dann an Köln übergeben, an den Anflug Köln Approach und ich hatte ja auch das englische Funksprechzeug, das war ja alles nicht das Problem und habe dann einen reinrassigen IFA-Flug in Köln-Bonn gemacht, auf die Landebahn 3.2, glaube ich, war das irgendeine 3.2 rechts. Bin da gelandet und da wirklich, Minimum war wirklich schlecht geworden, auch in Köln schneite das wie Tier und ich bin so, sage ich mal, dann bei 800 Fuß erst wieder aus dem Schneefall raus, aus den Wolken rausgekommen, sodass ich wirklich Landebahnsicht hatte. Das andere, da ahnte man die immer mal so, also es war nicht mehr VFA, aber ich habe gesagt, ehe du hier gegen Berg fliegst, machst du das mal. Bin dann gelandet, habe das Flugzeug abgestellt, gesagt, so für heute machst du Schluss, fliegst nicht weiter nach Bremen. Und
Hab dann gedacht, oh, jetzt zeigt dich irgendeiner an. Ich halte mal die Füße still und sag nichts. Hab mich nach der Landung sehr bei der Flugsicherung bedankt, nochmal über Funk für die Hilfe, und habe gedacht, na, mal gucken, ob jetzt irgendeiner ankommt und dich anzeigt. Hat aber keiner gemacht. Ich habe nie wieder was von der Sache gehört. Bin am Folgetag bei gutem Wetter, dann bei relativ gutem Wetter, weiter nach Bremen geflogen, ohne weitere Zwischenfälle. So, das war das Luxemburg-Erlebnis, was in meinen ganz jungen Fliegerjahren und in den späterer Zeit bin ich doch sehr häufig immer wieder in Luxemburg gewesen. Es war immer sehr schön, bin dann auch mit natürlich größeren Geräten angeflogen. Turboprop, Business Jet, nie mit einer Linie oder nie mit einer Chartermaschine. Linie bin ich ja nie geflogen, aber Charter. Doch in den USA bin ich Linie geflogen, aber hier in Europa immer nur Charter. Und da war Luxemburg ein Ziel, aber das eben häufiger mit der Conquest, mit der King Air und auch mit dem Citation Jet. Ja, das dazu. So, wir sind jetzt, gehen wir in den Managed Mode. Mach sie Punkt 77, das sind um die 300 Knots, die wir jetzt fliegen. Wir fliegen jetzt True Air schon 347, Ground 323, Wind ist von vorne, schräg vorne mit 37 Knoten, also unsere Ground ist geringer, weil wir eine Gegenwindkomponente von bummelig 15 Knoten haben. Und unser Flugzeug nach Luxemburg wird betragen jetzt etwa 45 Minuten. So, und ich werde jetzt im Reiseflug auf Level 280, das heißt, jetzt hat mich Maastricht übernommen und hat mich gebeten, auf Level 300 zu gehen. Dann machen wir das auch mal. Und wir gehen auf 300 und sind auf dem Weg nach, sind noch in dem Weg, auf dem Weg nach Bremen. So. Oberer Luftraum mittlerweile und steigen jetzt langsam auf Flugfläche 300. Sehr angenehmes Fliegen hier oben. Man sieht jetzt die Invasion schon, Sie können das auch sehen. Das ist die Dunstschicht, das heißt die Luft ist feucht. Das merkt man auch bei der Wetterlage. Wir haben eine schlechte Schrägsicht, ne? Das sehen Sie. Und links von uns ist jetzt das Steinhuder Meer. Das kann man sehen. Die Sicht ist eben durch die Dunstglocke, durch die feuchte Luft, eine sich bildende Invasion, nicht so dolle, die Schrägsicht. Der Vorteil ist bei dem Wetter ist, es bildet sich der Cumulus nicht stark aus, also es ist nicht gewitterträchtig, weil eben durch die Abschirmung von oben keine Konvektion vertikal entstehen kann, vom Wetter her. Das ist eben bei diesen Wetterlagen typisch. Nun nähert sich aber von Westen eine Kaltfront an und diese Kaltfront wird uns morgen Nachmittag hier im Hamburger Raum erwischen. Im Westen kommt die heute schon an und die wird dann zu etwas Regen und dann Schauern führen. Ein Gewitter vielleicht auch mal eingelagert und dann wird sich die Luftmasse auch ändern. Das heißt, es wird kühler werden, es wird nicht mehr so warm sein am Boden, auch nicht mehr so Altweibersommermäßig, sondern wir werden so eine Frühherbst-Wetterlage bekommen, eine typische. Nicht kalt, aber nicht mehr das, was wir jetzt hatten. Das wird sich wohl auch in Süddeutschland auswirken, schätze ich mal. So ganz sicher sind die Vorhersagen da nicht. Dieses Hoch ist recht hartnäckig, was sich da langsam nach Osten verabschiedet. Aber dann schauen wir mal. So. Unter uns, wir haben gerade die Weser überflogen, so, und er hat uns freigegeben Richtung Osnabrück. Dann gehen wir mal direkt nach Osnabrück, das sind 49 Meilen. Das haben wir natürlich hier schon alles drauf. Ich habe hier Bremen drin als Funkfeuer und das zweite Funkfeuer ist Osnabrück. So, und dann melde ich mich wieder nachher im Anflug auf Luxemburg und werde jetzt eine Sequenz machen, wo ich mal über Produktivität und Effizienz spreche, und das koppel ich aus dem Video aus. Wenn Sie das interessiert, suchen Sie sich das aus dem Kanal einmal raus und können Sie gerne gucken, und ich freue mich natürlich immer über jeden, den das interessiert, weil ich bin ja im Interim-Management unterwegs oder auch im Consulting unterwegs und bin nun beauftragt, immer Unternehmen meist aus irgendeiner Lage heraus zu begleiten, wo eben so etwas nötig ist, wo Veränderungen nötig sind. Veränderung ist mein großes Thema, Change Management natürlich dabei auch.
Und ich nutze ja die lernende Organisation oder die Einführung der lernenden Organisation, um die Produktivität im Unternehmen drastisch zu erhöhen. Und das gelingt mir auch ganz gut. Das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Jetzt sehen Sie, die Inversion wird weniger hier. Ne? Das sehen Sie schon. Hier rechts haben wir noch welche. Links ist schon trockenere Luft. Wir nähern uns also in dem Hochbereich. Dieser feuchte Einfluss kommt vom Westen her. Ne? Da hinten ist die Nordsee. Das sieht man jetzt in der Höhe in nahezu 9000 Meter, sieht man aber noch ein bisschen über 9000 Meter, sieht man das sehr gut. Ja, das ist fein. Und Sie, was Sie auch sehen, ist am Fahrtmesser jetzt der rote Strich läuft bei 319 Knoten. Wir fliegen um die 300, das heißt der Spread zwischen Redline und Reisegeschwindigkeit, der wird mit zunehmender Flughöhe immer geringer. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb in diesen Höhen nur noch mit Autopilot geflogen werden darf. Weil man eben sehr schnell sonst in den Redline-Bereich reinkommt, also in den Overspeed-Bereich reinkommt. Das vielleicht nochmal so als Information für Sie. Sie können es sicher auf der anderen Kamera sehen. Links am Fahrtmesser sieht man immer diesen rot-schwarz schraffierten Bereich. Ja. Wir sehen uns für die fliegerisch Interessierten gleich im Anflug und für die betriebswirtschaftlich kaufmännisch Interessierten, die Führungskräfte, die das auch ganz gern gucken, in der Auskopplung über das Thema Produktivität und Effizienz in der lernenden Organisation. Bis gleich. Hallo meine Damen und Herren, hier bin ich wieder auf unserem Flug von Hamburg nach Luxemburg. Ja, meine kleine Betrachtung der unternehmerischen Effizienz und wo Verbesserungsmöglichkeiten sind, habe ich bereits von mir gegeben. Ich weiß nicht, ob ich es vor oder nach diesem Video veröffentliche. Suchen Sie es einfach mal im Portal. Es handelt sich um Produktivität und Effizienz im Unternehmen und wo Potenzial liegt. Und wir sind jetzt rund 40 Meilen vor Luxemburg und noch im Level 300. Und das ist schon mal ein bisschen schlecht, weil der Sinkflug ist zu spät. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das effizient hinkriegen, dass wir wirklich den Anflug auf die 24 nicht vergeigen. Und jetzt werde ich mal versuchen, Steep Descent machen. Deshalb ich vergeigt, weil ich so lange mit der anderen Produktion beschäftigt war. So, Maastricht hat mich also freigegeben für Level 100. Und das machen wir auch mal. Wir gehen mal jetzt runter mit der Speed. Nicht runter mit der Speed, sondern runter mit der Höhe. Und ich werde mal so steil sinken, wie es geht. Wollen wir mal gucken, was wir da hinbekommen. So, wir sind weiter freigegeben bis Level 70. Die Anfluggrundhöhe, Initial Approach Altitude für Luxemburg ist 3000 Fuß für den ILS. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir so runterkriegen und langsam kriegen. Wir sind jetzt schon auf der Arrival Route nach Diekirch, Delta India Kilo. Und durchsinken jetzt die 27.000 Fuß mit einer Sinkrate von 5.000 Fuß pro Minute und 295 Knoten. Die behalten wir mal auch. So, und da das sonst nicht hinhaut, werde ich jetzt mal auf die Gear Extension Speed von 250 reduzieren. Und gegebenenfalls nachher noch mal ein bisschen Ausweichschleifen fliegen, um das Fahrwerk auszufahren, um noch schneller sinken zu können. Speedbikes bleiben natürlich draußen, um auf 248, um auch da sicher zu sein. Hier mit der Speed mal runter. Sind schon auf Level 250. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Rechnerisch wird das eng. So, aber wir hätten also gut 50 Meilen vorher anfangen müssen. Gut 60 Meilen vorher anfangen müssen. Da fehlen mir 20 Meilen. So, wir gehen mit der Speed gerade runter. Hier down. Und da bleibe ich auch mal bei 250. Ich darf mit ausgefahrenem Fahrwerk jetzt 280 fliegen. Das nutze ich mal auch gnadenlos aus.
indem ich auf 260 beschleunige nochmal, um den Sinkflug wieder zu erhöhen und sinke jetzt mit gut 5000 Fuß und ausgefahrenen Bremsklappen. So, das geht schon ziemlich steil abwärts. 5,5 pro Minute. Ja, ich müsste es... Ja, ich lasse mir mal Vectors geben, um den Approach einen Hauch zu strecken auf Heading 130. Das rechne ich mir jetzt natürlich selber zusammen. Oder noch weiter, 120. Sind durch 20.000 jetzt durch, Level 200. In der Eifelregion jetzt gleich auf dem Weg nach Luxemburg. Die Kirche überfliegen wir gerade. Gucken wir das mal auch hier an. Nehmen wir schon mal die Anflugkarte von Luxemburg hier raus. So, wir müssen noch weiter ausholen. So, und ich requeste mal über die Kirche ein Holding, also ein 360, der wird mir auch genehmigt. Machen wir mal. Und ich bin freigegeben bis 5000 Fuß. Wir gucken mal eben das Wetter an. So, das geht jetzt alles ein bisschen holter die Polter. Und ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich die Übersicht hier nicht verliere, ne? So. Wir sind schon über Belgien. Und ich nehme jetzt mal hier in der Airport Chart mal die Luxemburger Anflugkarte rein. Für die Runway 24. Fliege schön mein 360, mache mein Landing System on. 110,70 ILW, ALS DMI, 14 Meilen bis zur Schwelle. Das ist natürlich viel zu kurz für die Höhe. Und wir fliegen unseren 360 mit ausgefahrenem Fahrwerk und Störklappen, also Speedbrakes, und drehen weiter. So, das Wetter in Luxemburg ist 1019 Hektopascal, Wind zwischen Südwest und Süd. Und der ganze 22 Grad Außentemperatur, also völlig harmlos. Wir durchsinken die 10.000, also Level 100. So, wir gehen dann wieder auf die Kirche zu und fliegen dann die Reihe Beirut. Wir gehen weiter rum. Das müsste dann funktionieren. Wir sind 18 Meilen von der Schwelle, also wir fliegen jetzt über das DKVOA, das ist der Initial Approach Fix. Und da müssen wir maximal, dürfen wir da Level 100 fliegen. Minimum ist 4000 Fuß, 5000 sind wir geklärt, also das passt. Und gehen auch runter auf 250 Knots. So, das Fahrwerk bremst natürlich jetzt wunderbar und ich habe immer noch 4 bis 5000 Fuß Sinkrate. So, dann machen wir Auto Brake Low, also die Approach Checkliste schon mal. Na, die Lampe hier muss ich mal reparieren, glaube ich. So. So wichtig, Sie brauchen Situationsübersicht. So, wir gehen weiter. Jetzt wieder direkt die Kirche, um den Anflug dann fortzusetzen. Auf 4000 Fuß runter. Gear ab. Speedbrakes rein. Passt wieder alles. So, und jetzt können wir unseren Anflug, unseren ILS ganz normal fortsetzen. Fliegen jetzt das Procedure. So, Fahrwerk habe ich wieder drin. Warum? Weil ich brauche die Bremswirkung hier nicht mehr. Höhenmesser umstellen auf 1019. Hätte ich ein bisschen früher machen müssen eigentlich. So. Checken 4810, das passt. So, mein Initial Approach Fix ist Lima X-Ray 24i und der Final Fix ist Lima X-Ray 24 Foxtrot.
Und da beginnt auch mein Descent. Das passt also alles. Und wir reduzieren auf 220 Knoten. So, das ist hier schon ein bisschen Hügelland, ne? Und befinden uns jetzt hier schon auf der Anflugkarte. Und werde gleich den Sinkflug auf 3000 Fuß einleiten. So. Bis hierher brauchte ich die 4. Das liegt hier an der Höhe, an der, über die ich über Grund fliege. Ne? Hier sind so auch Türme, sie sind so um die 2000 Fuß hoch und meine Hindernisfreiheit muss ich natürlich haben. Sie sehen, der Anflug geht völlig ruhig vonstatten. Ich kann mal hier das Luxemburg-Wetter auch nochmal hören. Echo, Lima, Lima, X-ray, airport information. Julian, 1150, Zulu, weather, wind, 227, at 8, visibility, 10, south, sky condition, view, south, at 2,500, temperature, 2,1, viewpoint, 15, QNH, 1019. Ja, leichter Südwestwind, so, flaps 1, speed 200. So, und auch Luxemburg ist ja ein hochfrequentierter Platz, viel Cargo-Flights. Und Luxemburg hat mich gebeten, High-Speed as long as possible beizubehalten und hat mir eine Long-Landing approved. Also wenn wir mal High-Speed anfliegen. Und zwar mal richtig High-Speed. So wie ich das in den USA gelernt habe, da ist nämlich High-Speed, bedeutet dann auch High-Speed. Ja? Das heißt, wir bleiben mal bei 200 Knots. So, wir sind gleich so freigegeben auf 3000. Karte legen wir weg. So, Decision Height muss ich mal eben die Performance-Werte eingeben. Activate Approach Phase 1019, hätte ich ein bisschen früher machen müssen eigentlich. Und das ist ein ganz normales Standard ILS hier, 200 Fuß Entscheidungshöhe. Decision Height geben wir mal ein. Wind war um die 247, Temperature 22. So, 130 ist die Approach Speed, 125 die Landespeed. Aber er will ja nun richtig High Speed haben, dann kriegt er auch richtig High Speed. So, wir kommen auf 3000 Fuß an. Sind 2380 Fuß über Grund. Der Radarhöhenmesser ist angesprungen. Machen jetzt die Lights an, die Taxi auch an. So, und ich kann High Speed weiter behalten und drehe ein auf den Final, auf die Runway 24 in Luxemburg. Die ist 4000 Meter lang, also gar kein Problem. Wir bleiben High Speed. So, jetzt fange ich an auf 190 zu reduzieren. Und meine Extended Speed für die Flaps 2 ist nämlich unter 200, deswegen mache ich das. Und die setze ich jetzt auch mal, die Flaps 2. So, die Runway ist inside von Luxemburg-Findl und wir sagen Approach. Und wir sind im Final, Wind 2229 Knots, Localizer ist established und Luxemburg Tower hat uns clear to land, Runway 24. Keep up High Speed as long as possible. Und High Speed heißt, ich entscheide, was High Speed ist. Ne? Und nicht in der Trauer. Und ich bleibe tiefenentspannt. Sie sehen das. Autopilot 190. So, da hinten kriege ich weiß-rot. Das heißt, ich komme in den Gleitweg rein. 6 miles to go. Wir lassen mal die Räder noch drin. Erst wenn wir den Descent jetzt beginnen, nehmen wir Gear Down. Gear is in Transit. Flaps is Turm. So, Approach Checklist completed. Auto Brake is off Low, das reicht.
Und wir continue mit 190 knots. So, Durchstartverfahren straight ahead up to Delta 23 Bravo India, right turn out 4000 feet inbound Delta India Kilo and at wise vector and at expect vectors for next approach. New approach. Das wäre das Durchstartverfahren. Minimum ist 200 Fuß über Grund. Decision Height. Und wir sind im Anflug mit 190 Knots im Short Final Luxemburg, 3,4 Meilen. Ich behalte völlig die Entspanntheit bei, Sie sehen das. So, jetzt gehen wir mal runter auf 100 und knapp und 178. So, ich übernehme mal per Autopilot 1000 Fuß und schmeiß alle Automatik mal raus. Leistung auf. So, bin 180. Alles aus und mache jetzt den Approach Menu. So, Full Flaps kann ich bei 185 fahren. Mache ich jetzt auch mal, um zu bremsen. 160. Bin 0,908. Wir sind zu high, das macht aber nichts. Ich continue visual, ne? Ich habe IFA gecancelt und mache eine High Speed Landing. Minimum. Wir sind immer noch bei 140. So, Thrust auf 0. Ich habe auch die Hände raus. So, wir sind bei 130. Leicht Leistung 50, geben. 40, 30, 20, retard. 5. So, wir sind unten. Umkehrschub. So, next right. Umkehrschub raus. Also nicht unnötig die Fahrt abbauen. 60 Knots, die lasse ich mal rollen. Wenn nämlich schnell von da ist das Terminal. Das ist hier nicht mit Gates und so. Das hat es natürlich, aber wir haben hier keine extra Szenerie. Herzlich willkommen in Luxemburg-Findel. Da ist der Tower. Und ich gehe natürlich schnell von der Piste jetzt raus. Ich bin immer noch bei 60 Meilen. 60 Knots. Wird erst so, machen wir Brakefan an, Flaps rein, Landung beenden und gehe jetzt hier raus. So, Trimmung resetten. Jetzt erst bremse ich so runter im letzten Moment und schleiche hier nicht wie so ein Weltmeister lang und blockiere die Bahn. So, die Long Landing habe ich gar nicht so richtig in Anspruch nehmen müssen und verlasse die Brücke, vacate the Runway. Natürlich hier ordentlich rollen. Und dann auf Taxi Lights, Landing off. So, Runway is vacated, Luxemburg Ground übernimmt mich. Und dann bin ich frei zum Terminal. Ja, herzlich willkommen hier in Luxemburg-Findel. 1240 Fuß ist die Platzhöhe. Ich halte mal hier an. Und wir machen kurzes Debriefing. So, Bremstemperatur mal eben prüfen. Ja, 70 Grad ist alles gut. Ja, meine Damen und Herren, ich mache mal Licht kurz und mache mal hier aus. Die Kamera, ne, Licht nicht, Kamera aus, Licht, so, dass Sie mich sehen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht, dieser Flug von Hamburg nach Luxemburg. Das Besondere hier in Luxemburg war jetzt, weil das Wetter war harmlos, die Bahn ist lang, da wollte ich Ihnen mal doch zwei Besonderheiten zeigen. Die eine ist mir quasi passiert, dadurch, dass ich einen relativ langen Clip en-route produziert habe, hier über das Thema Produktivität und Effizienz, bin ich erst 40 Meilen vor Luxemburg fertig geworden, da habe ich noch einen Schluck getrunken und bin noch mal eben in die Waschräume gegangen und als ich wiederkam, war das Flugzeug also schon so weit fortgeschritten und wir waren immer noch in Level 300. Das ist natürlich nur im Simulator möglich, sowas sonst normalerweise. Aber in Italien habe ich das schon erlebt und in Spanien auch, dass die Flugsicherung mich halt einfach nicht sinken lassen. Ja, die haben irgendwie das nicht geregelt gekriegt. In Mailand war das an der Tagesordnung immer und ist jetzt aber auch besser geworden. Und dann hatte ich auch die Herausforderung, wie kriege ich das Flugzeug so schnell runter? Und da weiß ich, da war ich mal in Level 330 Meilen vor Linate. Das war natürlich dann schlecht. Da mussten wir auch einen Schlenker fliegen. So, und ich habe mir hier einfach einen 360 geben lassen. Oder Sie können auch einmal ins Holding gehen. Über dem Initial Approach Fix. Bin dann ganz normal angeflogen. Und das zweite Highlight war dann eben High Speed Approach zu fliegen. Und wir haben schön die 190, später dann die 185 beibehalten. Und der Trick ist dann, Autosource rauszunehmen, die Leistung auf Null zu nehmen.
und dann einfach das Flugzeug reinschweben zu lassen. Das ist nicht Procedure, also der Airbus soll so nicht geflogen werden, aber er kann so geflogen werden. Und wenn Sie in den USA fliegen und nicht ständig irgendwie hinten anstehen lassen und Sie wollen nicht immer hinten sein und Sie wollen schnell runter, dann konfirmen Sie das, was der Tower will, solange Sie die Situationsübersicht haben. Wichtig ist, Sie dürfen auch bei sowas, auch bei solchen Descent-Planungen, die Situationsübersicht nicht verlieren. Das heißt, Sie müssen im Kopf natürlich überschlagen nach den bekannten Formeln, welche Distanz brauche ich. Und wenn ich jetzt, sage ich, rund 90 Meilen vom, rund 30.000 Fuß hoch bin, also 28.000 Fuß oder fast 29.000 Fuß abzubauen habe, dann brauche ich die dreifache Distanz, um dann entsprechend meinen Descent vernünftig zu planen bis zur Ausgangsflughöhe. Also ich sage immer, ich war in Level 300, über Grund ist etwa 1500 Fuß der Platz, plus 3000 Fuß die Anfluggrundhöhe. Das heißt 4,5, nehmen wir mal bummelig 5000, die ziehe ich ab, habe 25.000 Fuß, mal 3 sind 75 Meilen, das ist die Formel, Sie nehmen das mal 3. Und dann raus, wie Sie im Standard Descent runterkommen. Und die 75 Meilen hatte ich nicht mehr, ich hatte 40 oder ein bisschen über 40 Meilen. Das war natürlich deutlich zu wenig. Das heißt, ich wusste schon beim Beginn des Descent, das haut nicht hin. So, ne? Ich muss also mit anderthalbfacher Descent Rate sinken, habe dann die Speed Brakes zur Hilfe genommen, bin dann, habe gemerkt, das passt auch noch nicht, dann habe ich das Fahrwerk zur Hilfe genommen, können Sie machen, müssen natürlich vorher die Speed auf Extension Speed reduzieren von 250 Knots, können dann wieder beschleunigen auf die Maximum Gear Speed von 280 beim Airbus. So, um dann aber zu merken, das hat immer noch nicht hin, um hier zum Schluss eben nicht in die berühmten zu hoch, zu schnell und zu nah dran Situation zu kommen eines Jets, habe ich mir ein 360 gegönnt. So, das gibt Ihnen auch die Flugsicherung in solchen Fällen frei, wenn sowas mal passieren sollte. Was Sie nicht tun dürfen, auch in der Praxis niemals, ist dann den Anflug so zu erzwingen und sagen, das kriege ich hin. Es sind viele Jets genau auf diese Art und Weise schon vom Himmel gefallen. Weniger die Verkehrsflieger, aber im Businessbereich habe ich da schon häufiger solche Unfallberichte gelesen, dass eben zum Schluss die Maschine unstable war, weil sie viel zu schnell, viel zu steil reinkam. Solche Unfälle passieren. So, wenn Sie dann noch IMC haben, dann haben Sie ein richtiges Problem. Ja? Dann müssen Sie vorher das Flugzeug so konfigurieren, dass Ihre Parameter stimmen. Und das müssen Sie vorausberechnen. Sie müssen immer der Maschine ein paar Minuten voraus sein. Wenn die Maschine Sie überholt, haben Sie verloren. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Ihr Thomas Fengler.